Guten Tag, der Sven Blum ist am Apparat. Grüße Sie. Sprechen Sie mit dem Herrn Putinow? Ja, richtig. Was gibt's? Schön, Sie persönlich zu erreichen. Also ich bin der Sven Blum, wie gesagt. Der was? Ich bin der Account... Der Sven Blum. Ja. Ich bin der Sven Blum. Also ich bin der Account Manager von der FXBox. Von der Xbox? Also der FXBox. Was ist das? Sie haben sich bei uns angemeldet. Sie sind der Dimitri Putinow, richtig? Ja, richtig. Xbox Live, ja? Genau, also FXBox. Sie haben Interesse an Krypto gezeigt. Ach so, ihr sagt, ich habe Xbox verstanden. Ach so, nee. Kein Problem. Das ist also, schon, was ist das denn jetzt für ein komischer Anruf? Also auf jeden Fall, Herr Putinow, Sie haben ja Interesse an Krypto gezeigt. Das hast du jetzt schon viermal gesagt. Komm zum Punkt, Bruder. Ich bin hier der Account Manager, wie gesagt, und ich wollte mal nachschauen, wie weit Sie gekommen sind mit der Anmeldung. Ja, ich habe mich angemeldet, dann habe ich nicht weiter geguckt. Das wird es nicht verstanden. Was muss ich da machen? Mhm. Also, wissen Sie denn, wie das mit den Kryptohandeln überhaupt funktioniert, oder sind Sie ein Anfänger? Nö, ich hätte angefangen, aber ich habe es nicht verstanden. Also, Sie sind momentan Anfänger, Sie wissen nicht, wie das Ganze funktioniert. So ein kleines Idee, was man so liest, so bei Facebook und Twitter, aber so selber gemacht, noch gar nichts. Ach so, kein Problem. Also, wir haben auch sehr viele Anfänger bei uns, die halt noch nie etwas damit zu tun haben. Ach, bist du auch Anfänger? Nee, also ich bin halt der Account Manager hier auf jeden Fall. So. Ich bin hier kein Anfänger. Hab ich so verstanden. Also, ja, ist auch nicht schlimm, oder? Also, nee. Fängt jeder mal an. Ja, natürlich. Herr Putinow. Ja. Ich mache es mal kurz für Sie. Was würde es denn für Sie bedeuten, wenn Sie monatlich einen 25-prozentigen Kontowachstum garantiert alles schwarz auf weiß erwirtschaften würden? Was würde das für Sie bedeuten? Da würde ich meine Eier auf den Tisch packen und feiern, Mann. Was für eine Frage. Gab es schon mal jemanden, der gesagt hat, er würde dann traurig sein? Ja. Was? Da gab es welche, also auf jeden Fall. Der war aber dann dumm oder besoffen oder beides. Das weiß ich nicht, auf jeden Fall, das weiß ich nicht. Herr Putinow, also hatten Sie irgendwelche Interessen an einer genauen Kryptowährung oder hatten Sie Interesse an generell an Kryptohandel? Ich will Baby Dogecoin haben. Dogecoin. Baby Dogecoin. Das mit dem kleinen Hund drauf. Okay, das ist die Dogecoin. Also, das ist das Ähnliche. Also, das ist ein neueres bestimmt. Richtig? Was ist ein neueres? Ich weiß es nicht. In Ordnung. Also, Sie wollten mit diesem Coin handeln. Richtig? Ja, ich habe bei YouTube so einen Wettbewerb gewonnen. Oder so Glücksspiel. Und ich krieg 200 von den Dingern, aber da muss ich ja erstmal so ein Konto dafür haben, ne? Ja, also da müssen Sie erstmal Kryptowährungen haben, also besser gesagt eine Wallet nennt man das. Ein was? Das ist so wie ein Wallet nennt man das. Das ist ein so wie ein Wall Street Wallet. Das ist ein Konto für Kryptowährungen. Okay. Und in diesem Fall, das können Sie machen. Also auf jeden Fall, ich mache es mal kurz für Sie. Haben Sie einen Rechner in der Nähe? Ja, klar. Okay. Soll ich das Ding anmachen oder was? Falls Sie wollen, können Sie direkt daran gehen, ich würde Ihnen dabei helfen. Wo soll ich jetzt dran gehen? Rechner oder Telefon? An den Rechner. Ah, okay, ja. Kein Problem. Ist nur ein bisschen alt, muss ich erst anmachen, ja? Kein Problem. Hallo? Jetzt ist er weg. Ja, ich bin noch da. Nee, ich bin noch da. Ah, okay, habe ich nichts mehr gehört. Es ist komischer Tag heute. Warum denn? Ja, weißt du, mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, Cola zu kaufen. Weil ich einkaufen, aber ich habe irgendwie jetzt weniger Sachen zu Hause als vorher. Ist das scheiße oder nicht? Also, davon habe ich keine Ahnung. Bist du noch nie einkaufen gewesen, oder? Doch, aber auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, was sie vergessen haben oder was sie nicht vergessen haben. Ich habe Cola vergessen. Jetzt wollte eigentlich eines trinken. Mhm. Herr Putinow. Was denn? Haben Sie sich denn mal nachgedacht, mit wie viel Geld Sie das Ganze starten würden? Boah, das kommt auf Angebot an. Also wenn du sagst, hier 25% bei einem Monat, dann muss ich mal gucken, was ich zusammenkratzen kann.
Also, die Mindesteinzahlung momentan liegt bei uns bei 250 Euro. Ah, das lohnt sich doch gar nicht. Da muss man doch mehr machen bei den Prozenten. Also, Sie können das Ganze erstmal testen und nachschauen. Falls Sie halt dann nachhinein noch zusätzlich zahlen wollen, dann können Sie so viel Sie wollen einzahlen. Also, eigentlich empfehle ich meinen Kunden immer mit 500 Euro das Ganze zu testen. Falls Ihnen das Ganze gefällt, können Sie ja nachhinein noch zusätzlich zahlen. Also, das geht immer noch, ja? Was sonst hätte ich gesagt, so 5.000, 6.000 kann man da ja mal reinschmeißen, oder nicht? Oder ist zu viel für Anfang? Also falls Sie das wollen, falls Sie das Ganze auch direkt so machen wollen, können Sie das auch direkt so machen. Also mit 5.000, 10.000, es hängt nur davon ab, mit wie viel Sie starten wollen. Gibt auch so ein Coin mit einem Otter drauf? Also ich bin der Account Manager, der Broker ist jemand anderes. Nein, also Otter, nicht der Broker, Otter. Es gibt ja ein Coin von dieser Dogcoin mit Hund drauf. Gibt auch mit Otter oder nicht? Wie gesagt, also ich weiß jetzt nicht vieles von den Kryptowährungen. Warum arbeitest du denn da? Ich bin der Account Manager, ich habe es Ihnen auch davor gesagt. Also der Broker, der mit dem Geld handelt, ist jemand anderes. Wir haben auch einen lizenzierten Broker. Dann gib mir den doch mal, bitte. Also auf jeden Fall, erstmal habe ich den nicht hier im Büro, erstens. Ach so. Und zweitens, ich habe nicht einen direkten Kontakt momentan zu dem Broker. Ich müsste den erstmal kontaktieren, ob der frei ist. Also ich kann den auch selber direkt anrufen, ist kein Problem. Natürlich. Wie ist die Nummer? Da geht es jetzt also, ja um jede Minute bei so viel Geld. Nee, also darüber müssen Sie sich keine Sorgen machen, über die Minuten von uns. Nee, nicht über eure Minuten. Eure Minuten sind mir egal. Es geht um meine Minuten, wenn ich da so viel Geld verdienen kann. Verliere ich ja Geld, wenn wir hier lange rumlabern. Ja, also falls Sie wollen, können wir das schon mal starten mit einer kleineren Summe, Herr Putinov. Sag einfach, Dimitri, wir sind hier doch nicht bei Bundestag, Blatt. Ja, also... Ich kann auch Dimitri sagen, aber wie wäre der halt, Herr Putinov sagen. Warum? Wer sagt das? Der andere ist doch gar nicht da, der kann das doch gar nicht hören. Meine Regeln. Gesetze sind doch zum Kaputtmachen da. Es hängt ja jetzt nicht darüber, ob jemand mich hört oder nicht. Also das ist halt einfach nur meine Art, wie ich rede. Ach so. Serious Business, sagt man doch, ne? Haha. Das ist auch etwas, aber auf jeden Fall, mir wurde das so beigebracht, dass ich nicht zu jemandem am Telefon du sagen soll oder sowas in der Art. Also, auf jeden Fall. Herr Putin, wer erzählt denn solche Sachen? Bitte? Ich sage, wer erzählt denn solche Sachen? Also, wer erzählt das? Keiner hat mir es erzählt, aber auf jeden Fall, ich habe es bemerkt, dass... Leute, er gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie alt Sie sind, Herr Putinov. Nein, ich bin 34. 34? Ja. Okay, also da sind Sie halt in diesem Fall noch jünger als sonst andere, aber es gibt halt auch ältere Kunden und wenn ich jetzt zu denen jetzt sage, du oder die namentlich direkt halt anspreche, das ist unhöflich, würde ich mal sagen. Herr Putinov, ich würde nochmal zurück zum Thema gehen. Ja klar, erzähl. Wie lange ist Vertragslaufzeit? Die Vertragslaufzeit ist, solange Sie halt bei uns bleiben. Also Sie haben eine dreimonatige Testphase. Bei dieser dreimonatigen Testphase können Sie das Ganze erstmal testen. Falls Sie wollen, können Sie das Geld nach den 3 Monaten ohne Profit und ohne Verlust halt auszahlen. Also zum Beispiel, Sie zahlen 1.000 Euro rein und Sie wollen gar nicht mehr mitmachen. Sie zahlen die 1.000 Euro einfach dann nochmal aus. Und falls Sie nach diesen 3 Monaten trotzdem mit uns mitmachen wollen, können Sie einfach die Garantie halt verlängern. Garantie? Wofür Garantie? Für den 25%igen monatlichen Kontowachstum. Ach, das ist Garantie bei eurer Firma oder was? Genau. Alter, das ist ja krass. Wie könnt ihr das denn finanzieren? Also finanzieren ist hängt nicht davon ab, dass wir das Geld direkt aus unserem Portemonnaie rausgeben, denn letztendlich handeln wir ja mit dem Geld und wir haben ja verschiedene Broker, die lizenziert in diesem Bereich sind und die schaffen halt in der Börse halt mehrere Prozente also zu erwirtschaften. Das auf jeden Fall, die 25% ist das Mindeste, was wir machen können. Das hört sich ja richtig krass an. Und was, das klingt ja fast schon zu gut. Und was muss ich bezahlen bei euch? Gibt da so Mitgliedschaftsgebühren wie bei Buchclub? Kennt das noch jemand? Das ist investieren.
bei uns investieren sie ihr Geld, also wir handeln dann mit ihrem Geld und mit, von diesem Geld, halt, den sie einzahlen, davon haben sie dann die 25%. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Zum Beispiel, wir nehmen mal an, sie wollen 1.000 Euro einzahlen. Ja, okay, können wir annehmen. Genau, also 1.000 Euro, sie zahlen diese 1.000 Euro ein, unser Broker handelt mit diesem Geld, also mit dieser 1.000 Euro. Und im Ende des Monats mindestens werden da 25% mehr drauf sein. Ja, das habe ich verstanden. Also, aber was muss ich bei eurer Firma abgeben? Muss da jeden Monat 100 Euro oder wie geht das? Nee. Das ist halt alles prozentual. In diesem Fall, der Maximum, das wir halt hier bekommen können von den Kunden, ist halt 4%. Das Mindeste ist 2%. Das Höchste oder das Mindeste von hinten? Also zwischen 2 und 4% bekommt unser Unternehmen halt von dem Geld von dem Kunden, das erwirtschaftet wird. Okay. Gut, das hört sich doch gut an. Das ist ja nicht so viel, ne? Mhm, genau. Gut. Also, okay, einen Moment. Und wie geht das jetzt weiter? Also, was muss ich machen? Sie haben Ihren Rechner hochgefahren. Ach richtig? Scheiße, das habe ich ganz vergessen. Warte. Okay, machen Sie das mal bitte. Ja, sorry, da habe ich jetzt gerade... Ich war so begeistert von den ganzen Sachen. Da habe ich, okay. hab ich vergessen wie ein Kamelen. Ah, ist doch ein guter Tag heute. Ist guter Tag für Business bei Donnerstag? Jeder Tag ist ein guter Tag im Businessbereich, würde ich mal sagen. Ja, aber gibt nicht Tage bei Börse, wo ist besser, wo ist schlechter? Oder habe ich falsch verstanden? Es gibt Tage, wo es gut läuft, es gibt Tage, wo es ein bisschen schlechter läuft, es gibt Tage, wo es ganz schlecht läuft, also auf jeden Fall... Und was ist heute für ein Tag, sag mir? Ich bin kein Broker, wie gesagt, ich bin nicht der Broker. Ja, aber schreien die vor Freude oder schreien die, weil die Geld verlieren gerade? Das höre ich leider nicht. Also gute Headset, ha? Huh? Bitte? Dann hast du gute Headset, wenn du die nicht hören kannst. Ja, genau. Weißt du, hier rufen ja immer so viele Vollidioten an. Normal hört sich das immer an, als würden die irgendwo in einem Disco sitzen. Aber euch ist schön leise, oder hast du eigenes Büro, Bruder? Ich habe mein eigenes Büro. Wie groß ist das Büro? So groß wie ein Büro, also... was für eine groß. Antwort, ey! Auf jeden Fall nicht groß. Ist nicht groß? Das ist aber genau. Scheiße. Leider. Musst du dich beschweren, Mann. Sag, hier komm, du machst du gute Arbeit, bist du guter Junge. Musst du fette Büro kriegen mit hübsche Devoschka drinnen. Was? Oder magst du keine Frauen? Komm. Wer mag da bitte keine Frauen? Also. Ja komm, da gibt's genug, oder was? Nee, also zum Glück kenne ich keine. Ah, bist du Gangster, ha? Find ich gut. So, ich hab Computer jetzt angemacht. Also, Herr Putinov, haben Sie denn Online-Banking erstmal, frage ich mal, oder benutzen Sie Ihre Kreditkarte? Ich habe beide. Bin ich oft bei mythischen Russland unterwegs, da ist mit deutscher EC-Karte ist Dorf, da gibt Kreditkarten. Da gibt es auch eine Kreditkarte, oder? Ja, klar. Haben Sie denn eine deutsche Bank? Die Russen. Bitte? Die Russen, die haben keine deutsche Bank, nein. Haben Sie eine deutsche Bank? Ach so, ja. Ich weiß noch nicht, ob ich das noch benutzen kann, weil ich bin ja Russe und jetzt gibt es ja Sanktionen von der EU, dass die Russen nicht mich einkaufen dürfen. Nee, also auf jeden Fall, solange Sie halt ein deutscher Staatsbürger sind, sollten Sie auch halt eine deutsche Bank haben, denn sonst würde es halt nicht gehen, oder? Ja klar, habe ich ein deutsches Konto, aber weiß ich nicht, ob ich noch benutzen darf. Nee, das ist ja halt Ihre Bank, also keiner kann das halt sperren, ohne dass Sie etwas Falsches machen. Doch, der Amerikanske, die sagen doch, die dürfen die Russen jetzt nicht mehr mit Geldverkehr machen. Sie sind doch deutscher Staatsbürger, oder? Nein, ich bin Russe. Hörst du das nicht? Also, Russe, das hängt dann jetzt davon ab, ob Sie halt ein deutscher Staatsbürger sind mit Dokumenten und so weiter. Ich habe deutsche Kontohaus, okay? Ist das gut? Ja, also ein deutsches Konto würde funktionieren. Das ist klasse. Habe ich schon gedacht. Wegen Ukrainski, ne? Dürfen wir jetzt nicht mehr einkaufen bei Weltmarkt.
Nee. Also das dürfen sie machen auf jeden Fall. Das ist ein weltweiter Markt und in diesem Fall ja, auch deswegen. Die Russen können da. Magst du Putin, sag mir. Also auf jeden Fall, der hat mir nichts Falsches gemacht. Ja, guter Junge, guter Junge. Magst du George Bush von den Amerikanern? Können wir zurück zum Thema kommen? Ja, klar. Sie weichen zu viel vom Thema ab. Ja, wir sind doch Geschäftspartner, da muss man doch ein bisschen reden, man muss sich doch ein bisschen die Eier beschnuppern und kennenlernen, oder was? Geschäftspartner ist noch sehr weit weg, würde ich mal sagen, Herr Putinov. Also, ja, das ist, du musst mich ja erstmal überzeugen, aber wenn du nicht mit mir redest, dann ist es schwierig. Sie haben ja Interesse an Krypto gezeigt, Herr Putinov, und nicht an eine Zusammenarbeit oder sowas in der Art. Ja, ich will hier diese Dogecoin haben. Dogecoin. Dogecoin, richtig? Genau. Also, Sie meinten, Sie haben Interesse an Krypto gezeigt, Sie meinten, Sie haben auch Interesse an Dogecoin gezeigt, aber Sie haben mir noch nicht eine Summe gesagt, mit der Sie gerne anfangen würden. Doch, ich habe doch gesagt, so 5.000, 6.000, aber du hast ja gesagt, ist zu viel Geld. Nee, also ich habe nicht gesagt, das ist zu viel Geld, ich habe gesagt, das wäre auch eine gute Summe, nur es hängt davon ab, ob Sie dann mit dieser Summe halt anfangen würden. Aber du bist der Profi, also, sag mir. Also ich würde sagen, wir könnten das Ganze halt mit 1.000 Euro starten. Ach, na gut. Falls Sie mögen. Und wann kommt dann die erste Kohle rein? Wie lange dauert das? Einen Monat oder was? Also, Sie können halt auch mitten im Monat halt auszahlen oder mitten im Monat können Sie auch Geld dazu einzahlen. Nur da können wir jetzt nicht garantieren, dass da über 25% drauf sind. Wie hast du gesagt, es gibt eine Garantie für 25%? Im Monat. 25% im Monat. Also nicht, vielleicht wollen Sie in der ersten Woche vom Monat halt auszahlen und da können wir ja nicht sagen, dass Sie schon sofort 25% da haben. Deshalb. Ach so. Also im Ende des Monats werden auf jeden Fall da 25% drauf sein, garantiert. Wäre das doch eine gute Zahl, oder nicht? Also ich finde, das hört sich gut an. Oder habe ich da was falsch verstanden? Ja, auf jeden Fall, das ist halt eine Menge von Geld, würde ich mal sagen. Aber in der Kryptowelt ist das halt nicht so viel Geld. Und da kann man sehr, sehr viel erwirtschaften. Ja, so ein Bitcoin-Ding kostet ja 10.000 oder sowas, ne? Momentan ist es bei 33.000 Euro. 33.000? Alter. Genau. Das ist Bitcoin. Das ist fett. Da muss man, wenn man so ein Ding mal irgendwo findet, dann muss man ihn mehr arbeiten. Ja, also das kann man halt nur nicht so auf der Straße finden. Wo kommen die mistigen Viecher eigentlich her? Das habe ich nicht verstanden. Wer hat die gemacht? Also, die Bitcoins, ja, meinen Sie? Ja, den Bitcoin, wie kommt die, oder Dogecoin, wo kommen die her? Wer hat das gemacht? Also, es gibt halt Leute, die halt daran gearbeitet haben, sie haben Bitcoins erstellt, das ist einfach ein kryptischer Name, eine Kryptowährung, die halt in diesem Fall einfach ein Name gesetzt wurde und halt versteigert wurde. Was wurde versteigert? Die Bitcoins zum Beispiel. Ja, aber wo kommen die her? Die muss man ja erstmal irgendwo herkriegen, bevor man die versteigern kann. Das ist ja meine Frage, wo das herkommt. Ich bin immer noch der Account Manager, Herr Putinov. Ich bin immer noch der Account Manager. Ja, aber komm, du arbeitest doch da. Du kannst doch auch, wenn du bei EDK arbeitest, musst du auch wissen, wo ein Apfel herkommt. Ja, also Herr Putinov. Wie machen wir das denn jetzt? Soll ich dir den Dusi überweisen oder wie machen wir das? Ist die E-Mail noch aktuell? Wie lautet denn Ihre E-Mail momentan? bigdickdimitri@gmail.com. Ha? Hallo? Hallo? Ja, ich habe die Adresse gesagt. Hast du verstanden? Hören Sie mich? Ja, ich kann dich hören. Hallo? Ah, jetzt tut er so, als ob er mich nicht mehr hören kann. Hey. Herr Putinov. Ja, ich bin da. Jetzt tu nicht du blöder, als du bist. Hallo? Hey, du kleiner Bastard. Hallo? Deine Mutter ist hässlich. Herr Putinov, hören Sie mich noch? Ja, klar höre ich dich noch. Das ist billiger Aussteigetrick. Sag doch einfach, dass du nicht mehr mit mir reden willst.